Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Regrowth. Ja, heute momentan wieder alleine, denn unser Rohrschneider muss wieder mal am Wochenende arbeiten. Daher geht's mit mir alleine weiter. So, und was will ich diese Folge tun? Ja, ich möchte die Schmelze automatisieren. Und da ist mir ja noch ein Mod eingefallen, den es hier auch gibt. Ich hoffe, dass ich mit dem dann arbeiten kann. Ah, ich sehe gerade, ich kann mir auf jeden Fall hier... das ab. Beim Fire Seed hole ich mir das ab. Und ich brauche für die Goldpflanze, brauche ich ja Sand. Und bevor ich jetzt irgendwo am Arsch der Welt Sand suchen gehe, machen wir das so. Ich hoffe, dass das jetzt auch noch richtig ist. Ich zack. Machen wir Sand. So, dann heißt es jetzt, ich brauche jetzt Gold. Ich brauche für Gold Regular Essence. Ich brauche Sense of Copper 8 Stück. Sense of Copper 8. Davon brauche ich wie viel? 12? Ja. Das heißt, ich muss da demnächst auch weitaus mehr machen. Brauche ich gelbes Powder. Sekunde, bevor ich jetzt dahin renne. Was brauche ich denn? Ich brauche Rune of Earth und Rune of Fire. Ich brauche 4 und ich brauche einen Seed. Rune of Earth, Rune of Fire. Davon brauche ich 4. Ich brauche ein Essence of Copper. Okay. Das heißt, ich muss mir noch ein Seed holen. So, das mache ich jetzt nämlich mal anders. Schneide ich jetzt komplett ab. Kann ich den nämlich so anpflanzen. Mache ich jetzt jedes Mal. Weil ich brauche jetzt dann sowieso mehr. Ich will dieses Feld auf jeden Fall mehr nach vorne ziehen. Und vor allem viel größer machen. Weil das ist mir momentan noch zu klein. Bringt mir nichts, wenn ich die ganze Zeit herrennen muss. So, jetzt brauche ich wie viel Geld brauche ich? 32? Jawohl. Oh, schauen wir mal, wie viel das wir davon da haben. Okay. Reicht ja wohl dreimal. So, und dann Das da. Ach genau, kann ich euch mal zeigen, wie ich den Pilz momentan mache. Momentan einen Pilz drin. Den ganzen Raum mit Crops ausgelegt. Das heißt, wenn ich dann ins Eck, irgendwann ins Eck dann komme, die so weit sind, dann, bin ich schon viel aus weiter. Ich werde zwar auch ein unterirdisches Feld anlegen müssen, wo ich einmal braune und einmal, rote Pilze anpflanzen muss, so rum, und einmal, brauche ich auf jeden Fall auch, Netherrack. Mein Mana-Becken hat ein bisschen was drin. Gleich fertig. Mach Blitzdings-Sachen. Vielen Dank. Goldpflanze. Gleich Reward abholen. Sehr schön.
geht voran, es geht voran. Ah, man merkt halt, dass man das Zeug braucht. Was brauche ich denn hier? Bauxit? Ein Bauxit? Ist Bauxit nicht Aluminium? Toll. Ein Aluminiumsieht, den brauche ich doch auch ganz dringend. Was brauche ich denn für dich? Aluminium, Zinn? Das kann ich ja gleich wieder drauf tun. Also ich brauche auf jeden Fall die Earth Rune. Die Fire Rune. Habe ich doch jetzt gerade richtig verstanden, ne? Brauche ich nochmal. Was brauche ich, um einmal den Bauxit-Ding zu kriegen? 8 Zinn. Davon wieder 12. Brauche ich weiß. Auch 9 Zinn. Das wird interessant. Okay, wird nicht interessant. Habe ich schon. So. Gold kommt hier auch rein. Heißt, ich brauche jetzt dann nochmal 16. Das wird interessant. Habe 10. Jetzt noch hier irgendwo. Da oben habe ich noch welche, aber die reichen definitiv nicht. Ich jetzt wieder mal abschnibbeln muss. Ja, wobei hätte ich gar nicht gebraucht. Es war. Bin schon wieder abgebogen. Okay. So. Dann immer mal mit einem Buch. Ja, ist ja gut. Kein Buch mehr. Ich nehme Felsfrüchte ernten. Vorbereiten. Dann brauche ich den Weg. Klack. 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 Alter, alles hat gerade gereicht. Jetzt wisst ihr, warum, dass ich sage, das Feld muss größer werden. Massiv vergrößert werden. Ist ja der Wahnsinn. Das reicht da hin und vorne nicht. Ja, gehen wir schnell schlafen. Ja, und dann heißt's. Ich brauche, welche Farbe war das? Weiß 32. Irgendwas vergessen? Ja, Limestone. Brauche auch 32. Auch kein Problem sein. Glaube, ich habe Weiß auch oft genug umgebettet, dass da genügend da sein müssten. Richtig. 32, dann das da, das da, das da. Aluminium haben wir. Zinn haben wir. Davon hier haben wir. Hier haben wir. Oh, 2. Oh, lässt der Living Rock dann. Muss auch endlich das mit dem Botania-Zeug mir mal eine Stelle aussuchen.
Ich habe gesagt, ich möchte hier definitiv haben, dass, ja, wobei, eigentlich müsste ich dieses Feld hier als Rasenfeld machen. Hier hinten dann irgendwo eine Treppe nach unten bauen. Wenn die, und dann unten drunter ja. Iliumfeld. Wobei eigentlich, ich müsste eigentlich unterirdisch unter die anderen drunter gehen. Ja, wir müssen mal sehen, wie viel Dunkelfelder das ich brauche. Fertig. Und auch gleich hier. Claim Reward. So, das heißt jetzt, wir haben Aluminium Seeds, wir haben Gold Seeds. Das heißt, mir fehlt jetzt noch eigentlich Obsidian. Mir fehlt jetzt noch Air, Water. Dann habe ich diese komplette. Ach nee, und Blaze of Glory fehlt mir auch noch. Aber das dauert noch ein bisschen. So, und jetzt kann ich endlich zu dem kommen, was ich machen wollte. Die Special-Frage ist, aber ich glaube, dass erst beim nächsten das dabei ist. Und zwar Redstone. Das ist nämlich der nächste, den wo ich dann brauchen werde. Gut, das heißt, hier oben kommen jetzt wieder meine Runes rein. Dann heißt das jetzt für mich, ich brauche um. Das kommt dahin. Dahin. So. Wie viel Glas habe ich denn noch? Nicht mehr viel. So, das heißt, ich brauche auf jeden Fall Holz. Schauen wir mal, ob das reicht. So, eine Wooden Transport Pipe hätten wir schon mal. Pipe Dream. So, ich brauche einen Cobblestone Transport Pipe. Oh oh. Geht gerade mein Glas aus. Das heißt, ich brauche zweimal Kohle. War ja mal früher ein Problem. Auch früher. So, dann brauche ich eine Wooden Engine. Heißt, ich brauche Kabels. Ich brauche Holz. Birchwood. Brauche als erstes einen Stick und einen Stein. Ein Lever. Den habe ich auch da. Dann brauche ich davon 3. Davon 4. Brauche ich hier den Lever und hier den Ingot und ich habe meinen Pisten. Das und das. Und das und ich habe meinen Cobblestone Transport Pipe. Oh. Brauche ich 1 von 4. Okay. Oh, und dann brauche ich jetzt den heißen die Dinge? Engine, okay. Dafür brauche ich Wooden Gear, 2 Stück. Ich habe meinen ersten Zahnräder. Dann kommt da der Piston. Da kommt das hin. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche,
Mach ich oben dran Holz. Richtig. Ich hab die Wunden. Ich brauche Pipe Sealant. Jetzt wisst ihr vielleicht, warum, dass ich die ganze Zeit immer wieder an den Kaktus rumgespielt habe. Moment. Moment. Zwar. Wie heißt das Zeug? Ich habe da nämlich eine Befürchtung, dass das Rezept sich geändert hat. Bienenwachs oder Kaktusgrün? Mir fällt da nämlich gerade was ein. Sekunde. Ich hab doch schon ein paar. 9 Stück hab ich. Ach, gibt's die nicht? Moment, die. Ein Kaktusgrün? Das ist gemein. Okay. Brauche ich jetzt gleich nochmals zwei. Kaktus. Heißt, ich muss mir auf jeden Fall auch ein Kaktusfeld bauen. Ach schon. Bin ein Trottel. Hallo. Was hast denn du hier? Kaktusgrün. Hole raus. Diesen Kaktusfeld draußen stehen. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Schöne ist, brauche ich ja sowieso. Hier muss ich jetzt gleich arbeiten. Ob ich beide brauche, weiß ich nicht. Aber eine brauche ich auf jeden Fall. So, dann kann ich jetzt wieder den Sand da reinschmeißen. Das Holz kann ich da reinschmeißen. Kabel geht da auch rein. So, und dann brauche ich jetzt noch. Nee. Super. Kabel, wo ich da rein habe, brauche ich wieder ein. Danke. So, dann schauen wir mal. Das, was ich jetzt vorhab. Ah, ich möchte. Dass du das verbindest. Ha, 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 ha. Ich brauche einen Wrench. Drei Eisen und ein Stone Gear. Und vielleicht brauche ich den auch noch. Vielleicht Trick. Das Trick denn funktioniert hat. Schön.
das Cast drauf. Frage ist jetzt, kann ich da ein Level anbringen? Kann ich. Ah, ruckelt. So, geht auch einfach. Das heißt, es wird irgendwann das Ding dann leicht versteckt oder so. Mal gucken. Aber wir haben jetzt eine vollautomatisierte Melze, wo ich nur das Zeug reinwerfen muss, damit es funktioniert. Heißt, das könnte ich dann mal irgendwann sogar mal so machen, dass ich dann mehrere das drüber laufen lasse. Einziges Problem, was es dabei gibt, ich kann es nicht steuern, dass ich sagen kann, Flüssigkeit 1 oder Flüssigkeit 2 oder ist extra Salz drauf. Fluid Control drauf, Fluid Loader, Fluid Unloader. Nee, auch nicht. Ja doch, Diamond Pipe ist da. Also auch, das ist auch interessant. Okay. Hab das erledigt. Heißt das jetzt, ich kann jetzt schön brav hingehen, nochmal mehr Eisen reinschmeißen. Und die Schmelze habe ich immer noch keine Zeit gehabt umzubauen. Muss ich auch noch machen und diesen ganzen Raum mal sauberer machen. Der ist ja momentan grottenhässlich. Aber das kriegen wir noch alles hin. Das kriegen wir schon noch alles hin. So, okay. Aber das, was ich schaffen wollte, plus zwei Seeds, habe ich erledigt. Dann muss ich jetzt nur noch mal was ganz kurz gucken. Und zwar Stone. Aber Stone. Ah, okay, dafür bräuchte ich Essence of Earth und Fire. Das ist ein bisschen anders angeordnet. Zu wissen. Können wir nochmal bei unseren Mushrooms vorbeigucken? Ah, oh, wir sind schon mal hier angelangt. Sehr schön. Das heißt, das ist eine 1-2-2. Das könnte jetzt eine 1-2-3 sein. Das könnte dann eine 1-4 sein. Lassen wir uns überraschen, was in den Ecken rauskommt. Gemacht. Soweit alles erledigt und dann nehme ich noch den Reward. Oh, ich brauche den Wrench ja sowieso. Okay. Werde ich mir demnächst dann auch den noch basteln. Oh oh. Oh, 16, Mist. Aber alles klar, das heißt, ich muss auf jeden Fall unterirdisch auch einiges bauen, weil diese Bärenbüsche muss ich ja... Ach nee, das sind ja die normalen Büsche. Wachsen doch. Wachsen doch ganz normal und wachsen auch nach oben. Sainsbury Fish, Busch. Fisch, Busch, Busch. So, ich stelle den mal jetzt daher. Spannend, ob der hier wächst. Hätte ich nämlich hier auch eine Idee. Den hinmach. Nee, doch nicht. Dahin. Alles klar. So, aber das war es jetzt wirklich.
Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.